Bald beginnt die Euro. Vielleicht habt ihr Tickets fürs Stadion oder wollt auf die Fanmeile? Eins wollt ihr dabei ganz sicher nicht. Sonnenbrand. Bleibt dran, wenn ihr wissen wollt, wie ihr euch ganz leicht mit UV-Schutz fürs Fußballgucken draußen vorbereiten könnt. Punkt 1. Informiert euch über den zu erwartenden UV-Index. Der sagt euch nämlich, welcher Schutz notwendig ist. Ihr findet Prognosen bei uns auf bfs.de und auch in vielen Wetter-Apps. Punkt 2. Wenn es irgendwie geht, stellt euch in den Schatten. Wenn das gar nicht geht, dann helfen Bekleidung und andere Sonnenschutzmittel. Darüber erklären wir euch mehr in den nächsten Wochen. Also abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und noch ein Punkt, der total wichtig ist, auch wenn er nichts mit UV-Schutz zu tun hat. Gerade wenn es heiß ist, viel trinken. Das Bundesumweltministerium hat 51 neue Trinkbrunnen finanziert. Für jedes Spiel der Euro 1. Und auch in jedem Austragungsort steht einer. Vielleicht auch in eurer Nähe. Wir sehen uns im nächsten Video, da geht es um UV-Schutzkleidung. Bis dahin, bleibt gut geschützt.